Und dann schleim ich dann willkommen zum ersten Video, in dem ich euch mal eine kleine Story erzähle. Ich nehme das Ganze hier am Valentinstag auf, deswegen nochmal frohen war... Ach komm, Jungs, hab selbst keinen Bock drauf. Und damit willkommen zu Wie die halbe Welt von meinem YouTube-Kanal mitbekommen hat. Mittlerweile weiß die halbe Welt scheinbar von meinem YouTube-Channel. Aber das Ganze ist ja eigentlich nicht schlimm, denn es gibt ja eigentlich keine peinlichen Inhalte auf meinem Channel. Keine peinlichen... Inhalte. Neulich hat unser lieber Kario HD ja schon seine spannende Story, wie seine ganze Schule von seinem YouTube-Channel mitgekriegt hat, erzählt und ich sag jetzt einfach nur mal genau dasselbe. Obwohl, vielleicht ein bisschen anders war es ja bei mir schon. Nun ja, also weit zurück im Jahre 2012, als ich 13 Jahre alt war, da habe ich nämlich mit meinem YouTube-Channel angefangen. Da war ich nicht der Einzige aus meiner Klasse, der mit einem YouTube-Channel angefangen hat, sondern ein, naja, Kumpel hat damals auch mit einem YouTube-Channel angefangen und hat damals auch Minecraft-Let's Plays gebracht. Diese Videos waren nicht besonders gut, ihr könnt gerne nochmal vorbeischauen. Ist ganz unten, wenn ihr ganz runter scrollt auf meinem Kanal. Bitte schaut da nicht vorbei, das ist so schrecklich, das Video. Wir haben damals auf jeden Fall angefangen, ein paar Let's Plays zu machen. Jeder auf seinem eigenen Channel, jeder ein bisschen Minecraft Displayed. Und das Ganze ging dann auch ganz gut für 2 Wochen. Denn danach hat der Typ sich entschieden, seinen YouTube-Channel zu beenden und alle seine Videos zu löschen. Auf jeden Fall, ich habe weitergemacht bis heute und da der Typ dann irgendwann nichts mehr zu verlieren hatte, hat er dann gemeint, um irgendwann mal Smalltalk-Stoff zu finden, hat er in einem Gespräch, wo noch ein Dritter dabei war, mal meinen Kanal so ganz nebensächlich... erwähnt. Der Typ, der war da erstmal so ein bisschen verstört, der hatte nämlich keine Ahnung von YouTube und der war da so ein bisschen auf dem Trip. Ey, Digga, du produzierst Videos für YouTube, Alter, wie geht das überhaupt? Ist das überhaupt möglich? Kann man das überhaupt machen? Der Typ hat auf jeden Fall nicht besonders viel gecheckt. So ging es dann einige Zeit weiter, ungefähr ein Jahr wussten ungefähr 2 Leute von meinem YouTube-Channel. Nach einem Jahr aber etwa hat mein Kumpel dann, noch jemandem was erzählt. Und von wiederum dem Typ scheint dann nach und nach so irgendwie meine halbe Klasse was mitbekommen zu haben. Ja, da fing es halt auch an, dass immer mehr Leute dich angesprochen haben darauf. Es ist gar nicht so lange her, dass die Lage komplett eskaliert ist, um genau zu sein, Anfang dieses Jahres. Seitdem wissen nämlich wirklich sehr viele Leute von meiner Schule, von meinem Kanal. Und falls gerade jemand von euch zuschaut, Grüße flattern auf jeden Fall nicht raus an euch. Verpisst euch bitte von meinem YouTube-Channel. Ihr habt hier nichts zu suchen. Danke, vielen Dank. Ist das alles. Ja, auf jeden Fall gab es irgendwann mal scheinbar eine Art Klassensprecherversammlung von allen Klassensprechern an der Schule. Und da der Klassensprecher unserer Klasse leider auch vorbei YouTube-Channel wusste, hat sich das Ganze dann auch über die Klassengrenze verbreitet. Und ja, ich muss mittlerweile leider zugeben, dass ich einen kleinen Fanclub an meiner Schule habe, die ungefähr jeden Tag einmal, wenn ich mir nichts Böses denke, durch das Schulhaus laufe, einfach mal anfangen rumzuschreien. Hilfe, ich hab dein neues Video gesehen, dein neues Video ist voll toll. Und Jungs, das nervt. Das Bescheuertste kommt aber noch. Es gibt mittlerweile einige Leute, die ungefähr bei jeder möglichen Gelegenheit irgendwie probieren, meinen YouTube-Channel zur Sprache zu bringen. So auch einmal, als wir eines Tages einen neuen Lehrer hatten. Der hat dann so gemeint, yo, jeder kann sich mal so ein bisschen vorstellen vielleicht, dass er vielleicht ein bisschen besser mit den Namen klarkommt. Alles ja noch ganz chillig an der Stelle. Und als ich mich dann irgendwann mal vorgestellt hat, meint ein Typ reinrufen zu müssen, der Chris, der Wolre, unser YouTuber. Leider war der Lehrer nicht der allerretardetste und wusste, was dieses YouTube ist. War dann erstmal so komplett schockiert. Was? Du bist YouTuber? Das kann ich mir bei dir ja gar nicht vorstellen. Meinte dann auch, yo, wie heißt du denn auf YouTube? Dachte mir dann so, oh scheiße, Jungs. Jetzt muss ich mir was ausdenken. Hab dann irgendwas rausgehauen, wie ja, also mein Name auf YouTube ist Hugo Craft HD. Dann meinte derselbe Typ, der vorhin reingerufen hat, ich dachte eigentlich, du heißt Wolre Chris auf YouTube. Haben wir an der Stelle dann auch nur gedacht, ja, danke auf jeden Fall nochmal an dich. Nun ja, mittlerweile haben wir den Lehrer zum Glück nicht mehr. Mittlerweile ist er zum Glück nicht mal mehr an unserer Schule. Wir wechseln wirklich sehr oft Lehrer. Ich weiß nicht, ob euch diese kleine Story vielleicht ein bisschen gefallen hat. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal darauf, dass ich wahrscheinlich wieder 20 Mal auf dieses Video in der Schule angesprochen werde. Aber wen interessiert es auch? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann lasst einen Daumen nach unten da. Ansonsten würde ich mal sagen, bis dann, bleibt schleimig und so und tschüss. Keine peinlichen Inhalte auf meinem Kanal.